Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 138 Pineapples, dritter Teil. Ungefähr in der gleichen Nachtstunde in Hogwarts schlug Hermine das Buch Bewusstsein, Mitwahrnehmung und Sentiment wütend zu, aber nicht, weil sie den Inhalt nicht verstand, sondern weil ihre Konzentration zu wünschen übrig ließ. Es war schon fast 3 Uhr nachts, und sie konnte an nichts anderes denken als die Karte, die dank Fellini erstellt worden war. Vielleicht war Fellini Severus gar nicht gefolgt, sondern nur anfangs, bevor er auf dem Dachboden, auf dem es sicherlich vor lauter Mäusen nur so wimmelte, auf Jagd begeben hatte. Die Neugier war kaum auszuhalten, doch andererseits brachte es gar nichts, standhaft zu bleiben. Sie musste ihren Kopf wieder frei bekommen und das wäre nur möglich, wenn sie dem Weg auf der Karte folgen würde. Er wird mich umbringen, murmelte Hermine. Sie wusste es sehr genau, denn er hatte ihr zu verstehen gegeben, dass sie vom Dachboden fernzubleiben hatte. Er wird mich umbringen, wenn er das erfährt, flüsterte sie in den Raum hinein und ausschließlich Fellini, der seine Ohren drehte, nahm außer ihr selbst die Worte wahr. Was soll's, dann kann er mich zumindest nicht mehr rausschmeißen. Hermine hatte ihren Entschluss gefasst. Sie griff sich die Karte und betrachtete diese kurz, bevor sie nach draußen auf den Flur ging. Der Gang war wie ausgestorben. Trotzdem hatte sie bei all den umliegenden Schatten das Gefühl, jeden Moment könnte Severus aus dem Nichts auftauchen und sie über ihr Vorhaben ausfragen. Dass Fellini ebenfalls das Wohnzimmer verlassen hatte, bemerkte sie erst, als sie sich wegen einer unerwarteten Berührung an der Wade erschreckte, denn der Kater strich um ihre Beine herum. »Dann geh mal vor, mein Kleiner«, sagte sie zu dem großen Tier, das sich sofort und lautlos in Bewegung setzte, als hätte er sehr gut verstanden, wohin es gehen sollte. Hermine folgte dem Tier den Gang hinunter, an der Bibliothek vorbei und die erste Treppe hinauf. Als sie nach dem 7. Stockwerk eine schmale Holztreppe bestieg, die zum Dachboden führte. Jetzt war der Moment gekommen, an welchem sie einen Lumos anwenden musste, denn hier oben war es stockfinster. Der Dachboden war ihr völlig fremd. So viele Jahre hatte sie hier als Schülerin verbracht und doch hatte sie niemals das ganze Schloss gesehen. Als sie den hölzernen Boden entlang ging und sich die Steinwände mit den wenigen kleinen Fenstern beguckte, da fragte sie sich, ob Severus oder gar der Direktor jeden Winkel von Hogwarts schon einmal gesehen haben mochten. Bei Severus würde sie verneinen, doch beim Direktor war sie sich allein aufgrund dessen Alters nicht sicher. Ein Blick auf die vom Stab erhellte Karte ließ erahnen, dass ein kleiner Fußmarsch vor ihr lag. Sie folgte dem Strich auf der Karte und dem Kater, mit dem sie ab und an sprach. Weißt du, Fellini, dass das Wort Kater ein Anagramm von dem Wort Karte ist? Ist das jetzt nur Zufall oder nicht? Scherzte sie mit leiser Stimme, denn auch wenn sie hier oben mit niemandem rechnete, so war doch die Möglichkeit vorhanden, dass ein Geist oder ein hier abgestelltes Gemälde sie hören könnte. Der Weg führte sie an einigen Holzverschlägen vorbei, die sie sehr an den Dachboden eines Mietshauses der Muggelwelt erinnerte. Ganz vorn wartete Fellini an einer Tür, die sie öffnete, sodass er hindurchschlüpfen konnte. Sie betrat einen langen Gang, der rechts und links große Abstellräume aufwies, die durch türlose Durchgänge betreten werden konnten. Wenn sie an so einem Durchgang vorbeikam und einen Blick in die riesigen, dunklen Räume warf, dann lief ihr ein Schauer den Rücken hinunter.
Die vielen Schatten und das leise Knarren waren ihr unheimlich, doch ihre Neugier trieb sie weiter voran. Sie redete sich ein, dass Fellini mit seinen tierischen Instinkten sicherlich Gefahr wittern würde, und da er mit hoch erhobenem und leicht geknicktem Schwanz lässig vorantrottete, machte sie sich keine großen Gedanken, doch ein kleiner Schauer blieb. Wieder ganz hinten am Gang musste sie eine weitere Tür öffnen und es kam ein ähnlicher Weg wie der gerade beschrittene zum Vorschein. Nur, dass es hier keine offenen Durchgänge zu anderen Räumen gab, sondern große Türen. Hinten links blieb Fellini an einer großen Holztür mit Eisenbeschlag stehen. Hermine betätigte die Klinke, doch die Tür war verschlossen. Mit einem einfachen Alohomora wollte sie sich erst gar nicht abgeben und so wendete sie keine Zaubersprüche an, die verschlossene Türen öffnen würden, sondern verschiedene Beurteilungszauber, die Hinweise darauf geben konnten, mit welchem Schutz diese Tür belegt sein konnte. Hermine begann mit ihren Zaubersprüchen und sie ahnte, dass sie sehr lange dafür brauchen würde. Sie richtete ihren Zauberstab auf die Tür und sagte ihren ersten Spruch. Im gleichen Moment richtete Shacklebolt seinen Stab auf Williams und sprach einen Zauber zum Trocknen der Kleidung und einen zum Wärmen des Körpers. Williams, der wieder zu sich kam, atmete erleichtert ein und aus und hielt die Augen geschlossen, um die ihn umgebende Wärme zu genießen. King, flüsterte Tonks entsetzt. Es ist jetzt sowieso egal. Brooks hat Geoffreys einen Schockzauber verpasst. Die Vergissmich werden darüber informiert sein. Auf jeden Fall haben wir heute Nacht keinen Toten zu verzeichnen. Rechtfertigte sich Kingsley und er hoffte innig, dass die Vergissmich heute Nacht fernbleiben würden. Geoffreys hatte dem Gespräch zugehört, doch er ging nicht auf die unbekannten Begriffe ein, sondern sagte einfach nur: Danke, was immer sie auch getan haben. Vielen Dank dafür. Williams ging es sichtlich besser. Die Lippen waren nicht mehr blau angelaufen und er zitterte auch nicht mehr am ganzen Körper. Wenn das alles hier vorbei ist, sagte Geoffreys dankbar, dann würde ich Sie gern mal zu einem Glas Whisky einladen. Oder auch zu einer Flasche. Das Lächeln konnte Kingsley nur gequält erwidern, denn er vermutete, dass Geoffreys morgen nicht einmal mehr wissen würde, dass sie sich kennengelernt hatten. Es würde mich sehr freuen, Geoffreys. Lautes Motorengeräusch ließ Kingsley aufblicken, bevor er sagte: Scheint so, als wären Ihre Männer fertig. Die Wagen fuhren sehr langsam und in einigem Abstand zueinander zurück zur Straße. Ja, sieht so aus. Geoffreys erhob sich, reichte Kingsley die Hand und schlug, während sie sich verabschiedeten, einmal freundschaftlich auf den muskulösen Oberarm, bevor er sagte: Sie scheinen mir ein Mann zu sein, der dem Sport nicht abgeneigt ist. Kingsley lächelte nur, diesmal von Herzen, was Geoffreys als Zustimmung betrachtete. Wir könnten uns ein paar Ringkämpfe ansehen oder boxen, wenn Ihnen das lieber ist. Ich bekomme immer jede Menge Freikarten, aber niemanden, der mich begleiten möchte. Ich würde gern mitkommen, gestand Kingsley ehrlich. Wie er Kingsley kontaktieren könnte, wollte Geoffreys wissen. Kingsley spitzte die Lippen und musste breit lächeln. Gar nicht, ich kontaktiere Sie. Geoffreys schnaufte amüsiert, bevor er belustigt sagte: Wissen Sie was? Das ist mein Spruch. In der Regel bin ich derjenige, der das sagt. Na dann. Geoffreys verabschiedete sich noch von Tonks, bevor er mit Williams, der sich wieder wesentlich besser fühlte und gut zu Fuß war, zu den Wagen aufmachte. Vielleicht kommen sie nicht, murmelte Tonks. Doch in diesem Moment waren einige knallende Geräusche von Apparationen zu hören. Die Situation verfluchend, stimpfte Kingsley. Verdammt, das ist doch gar nicht notwendig. Er marschierte auf einen der Zauberer zu, der gerade angekommen war, und stellte sich mit Namen vor, doch der Mann unterbrach. Ich weiß, wer Sie sind, Mr. Shacklebolt. Wer sind Sie? Abrahams, der neue Leiter der Abteilung für magische Unfälle und Katastrophen, sagte der dünne Mann mit breiter und schmierig arroganter Stimme. Es gab hier keine Unfälle oder Katastrophen, Mr. Abrahams, die Männer...
Kingsley wurde unterbrochen, als Abrahams vor den Augen von Joffreys, dem die vielen aus dem Nichts aufgetauchten Männer natürlich nicht entgangen waren, ein Pergament aus der Luft herbeizauberte und daraus vorlas. Ein Säuberungs- und Vervielfältigungszauber für Flüssigkeiten. Tonks warf erbost ein. Das hat niemand gesehen. Ich stand in der Gasse, als ich... Mit einer erhobenen Hand forderte Abraham sie zum Stillschweigen auf. Das war in der Nähe von Muggeln geschehen. Und wer das alles gesehen haben mag oder nicht, ist nicht nachvollziehbar. Wenn ich weiterlesen dürfte... Abrahams blickte auf das in Kopfhöhe schwebende Pergament und zählte auf. Ein Schockzauber an einem Muggel, ein Zauber, der den Schockzauber aufhebt und zudem noch ein Wärme- und Trocknungszauber. Das ist eindeutig zu viel des Guten, Mr. Shacklebolt. Und Sie machen alles noch schlimmer, indem Sie nicht einmal versuchen, etwas geheim zu halten, sagte Kingsley durch zusammengekniffene Zähne. Was? Ah, Sie meinen das Pergament. Abrahams tippte es mit der Spitze seines Stabes an, sodass es sich in Rauch auflöste. Spätestens jetzt hatten auch neben Joffreys und Williams die anderen Muggel gesehen, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zu sich ging. Keine Sorge, versicherte Abrahams hochnäsig. Die Erinnerung daran werden wir selbstverständlich auch löschen. Es ist nicht notwendig, dass sie... Wieder unterbrach Abrahams und er sprach wütend mit seiner Froschstimme. Sie, Mr. Shacklebolt, haben keinerlei Befugnis, sich in mein Aufgabengebiet einzumischen. Ich habe einen Auftrag zu erledigen, also hindern Sie mich nicht daran. Nur eine zaghafte Berührung von Tonks Hand an seiner Schulter hielt Kingsley davon ab, Abrahams einen Kinnhaken zu verpassen. Joffreys kam auf die drei zu und fragte an Kingsley gerichtet. Gibt es irgendwelche Probleme? Danach musterte er Abrahams von oben bis unten und machte mit einem einzigen Gesichtsausdruck deutlich, dass er ihn nicht ausstehen konnte. Sie sind Mr. Joffreys, nicht wahr? Fragte Abrahams mit einem falschen Lächeln auf den Lippen. Joffreys nickte, sodass Abrahams ihn darüber informierte. Ab jetzt bin ich Ihr Ansprechpartner. Wir begleiten Sie zum Sprengplatz. Joffreys hob eine Augenbraue, denn die Situation war ihm nicht geheuer, sodass er hilfesuchend zu Kingsley hinüberblickte. Kingsley blieb nichts anderes übrig, als zustimmend zu nicken, und er hasste sich selbst dafür, Joffreys vorzugaukeln, dass alles in bester Ordnung war. Na gut. Joffreys hatte nachgegeben, doch man sah ihm an, dass er den Braten zu riechen schien. Nicht umsonst war er beim MI5 beschäftigt. Nochmals hielt er Kingsley die Hand entgegen und sagte freundlich. Wir sehen uns irgendwann und trinken zusammen ein. Vielleicht finden wir dann auch Zeit, um meine offenen Fragen zu erörtern. Er schüttelte Joffreys Hand in dem Wissen, dass es niemals einen gemütlichen Abend zusammen geben würde, an dem sie vielleicht sogar auf den heutigen Tag anstoßen könnten, bevor sie gemeinsam einen Ringkampf besuchen würden. Im Mungus hatte Marie zur gleichen Zeit Blut abgenommen, doch noch während sie die Spitze des Zauberstabs auf das Blutgefäß an der Armbeuge presste, bemerkte sie, wie die Haut der Patientin wieder grau wurde und in der halbvollen Phiole, in der das Blut gefangen wurde, nichts mehr hinzukam. Ein Blick ins Gesicht von Miss Parkinson machte deutlich, dass das Leben sie erneut verlassen hatte. Marie seufzte und sagte laut, da sie wusste, die Frau würde sie hören. Das tut mir so leid, Miss Parkinson. Wir werden alles versuchen, um sie davon zu erlösen. Sie atmete einmal tief ein und aus, weil die Situation der Patientin sie nicht unberührt ließ. Ich werde Professor Junot unterrichten. Murmelnd sagte Marie noch in den Raum hinein. Vielleicht bekommt Stan unter diesen Umständen noch seinen Job wieder. Durch den Kamin im Schwesternzimmer gab Marie Bescheid, sodass Professor Juno sofort alles stehen und liegen ließ, um Miss Parkinson zu untersuchen. Keine Eile, Professor Junot, sagte Marie aufhaltend, da die Professorin schon losrennen wollte. Die Patientin ist nicht mehr wach. Was? Fragte Juno verdutzt. Um sich selbst zu überzeugen, betrat sie das Krankenzimmer.
Bis auf den Kopf der Patientin, der ein wenig seitlich lag, deutete nichts auf eine Veränderung hin. Marie war ins Krankenzimmer gefolgt und erklärte: Sie hat gestöhnt, was mich aufmerksam machte. Ihr Kopf war mir zugewandt, als ich hinübergesehen hatte. Ich konnte beobachten, wie Miss Parkinson langsam mit Leben erfüllt wurde. Ihre Hautfarbe hatte sich geändert und... Wieso? Marie, haben Sie hier gestanden und all diese Beobachtungen gemacht, ohne vorher Bescheid zu geben? Professor Juno war sehr verärgert. Miss Parkinson war nicht lange wach, weniger als eine Minute. Sie kannte meinen Namen, schilderte Marie. Sie haben nicht auf meine Frage geantwortet. Ich habe Sie gebeten, mich unverzüglich über einen veränderten Zustand zu informieren. Sie wären zu spät gekommen, Professor Junot, und hätten Sie genauso vorgefunden wie jetzt, wollte Marie sich verteidigen. Ich fasse es nicht, murmelte Juno aufgebracht, während sie ihren Blick im Zimmer schweifen ließ, und der fiel auf eine kleine Fiole. Was ist das dort? Ja, natürlich, sagte Marie enthusiastisch und eilte zum Nachttisch, von dem sie die Fiole nahm und in die Höhe hielt. Ich konnte Blut abnehmen, solange Miss Parkinson wach war. Wie verzaubert kam Professor Juno auf Marie zu, den Blick starr auf die Fiole mit dem dunkelroten Inhalt gerichtet. Sie streckte ihre Hand aus und griff danach, bevor sie erneut feststellte: Es ist ganz warm. Die Professorin blickte auf und lächelte breit. Oh, Sie sind ein Schatz, Marie! Professor Juno ergriff Maries Schultern, zog sie blitzschnell an sich heran und gab ihr einen Kuss auf die Wange, bevor sie mit der Fiole, die sie wie einen kostbaren Edelstein bewunderte, das Krankenzimmer in Windeseile verließ. Marie lächelte zufrieden. Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.